Jetzt bekomme ich noch besser. Mit Blick auf dieses Umfrageergebnis, dass eben viele qualifizierte Arbeitskräfte im Kanton fehlen. Und dann vielleicht als letzten Punkt könnten wir noch zurückkommen auf die Frage dieser Veranstaltung. Wie stark ist die Formel der Wirtschaft und der Parteien Zug? Also, zuerst die Frage, ganz kurz und plakativ, ist Zug voll oder ertragen wir noch mehr Wachstum? Vielleicht beginnen wir mit Herrn Limacher, Sie sind ja ein neues Pferd auf dem Zuckerpolit-Karussell. Und wenn Sie mich schon tot sprechen. Hoffentlich nicht. Als Grünliberalen muss es ja eine ziemlich zentrale Frage sein, wie viele zusätzliche Arbeitskräfte und damit auch Menschen und Familien in den Kanton Zug überhaupt noch kommen können und sollen. Das kommt darauf an, wie viele freie Wohnungen das wir noch haben. Und da ist es offensichtlich sehr knapp. Ich finde, es ist ein wunderbares Problem, das wir hier haben. Die meisten Länder, und andere Kantone auch zum Teil, haben ein großes Problem mit der Arbeitslosigkeit. Und ich denke, wir sollten uns wirklich glücklich schätzen, dass wir das Gegenteil von diesem Problem haben. Die Lösung liegt sicher nicht darin, dass wir jetzt, weiß Gott, wie viel Wohnzone neu ins Grüne herauspflanzen, weil dann, wenn es gut läuft und wir den Strukturwandel erfolgreich, so erfolgreich wie heute, vollziehen, stehen wir in ein paar Jahren wieder am gleichen Ort. Das heißt, es ist ein Luxusproblem, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben heute. Aber das heißt, Sie sprechen nicht dem Wohnungsbau das Wort? Nein, nicht. Sicher nicht der neuen Einzone. Wie sehen Sie das, Herr Kleb? Also mal grundsätzlich ist für mich Zug überhaupt noch nicht voll. Ich finde es auch positiv, wenn wir weitere Arbeitsplätze hier ansiedeln können. Und ich möchte betont halten, ich habe das schon in meiner Präsentation gemacht, wir sollten die Leute im Wohnraum im Kanton Zug bieten können. Wenn das aber nicht umfassend gelingt und auch die ganze Region profitiert, finde ich das einen ganz positiven Effekt für uns alle da. Wenn Sie auf dem Sorgenbarometer der Credit Suisse, der ja da alljährlich ausgegeben wurde, die letzte Publikation ist im Dezember, dann ist die Hauptsorge, die in der Schweiz getragen wird, eigentlich Arbeitslosigkeit. Und ich finde es äußerst positiv, dass auch jetzt in dieser Finanzkrise wir nicht das Thema Arbeitslosigkeit in Zug wälzen müssen, sondern ein anderes Thema nach Wohnraum. Es ist ein komplexes Thema. Wir haben weitere Infrastrukturthemen, ich habe das auch erwähnt, das ist auch komplex. Aber ich bin sehr positiv gestimmt, dass wir nicht ein negatives Element diskutieren müssen, sondern Möglichkeiten, Freude und Offensivität fördern können. Konkret, was würden Sie denn bauen in Zug? Ich habe erwähnt, ein Thema ist in die Höhe statt in die Breite. Aber ich glaube auch, dass wir über gewisse Raumplanung sprechen müssen. Wo gibt es noch Möglichkeiten, zum Beispiel auch in Randgebieten. Ich denke zum Beispiel an Menzingen, das eine Gegend ist, die sehr viele Möglichkeiten bieten kann, aber überhaupt kein Bauland mehr bieten kann. Wir haben Chancen. Ein zweites Problem, das ich denke, wir haben sehr viel eingezäuntes Land, das nicht benutzt wird oder nicht bebaut wird. Man zögert da noch aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, man müsste bestehenden Ressourcen auch ausnutzen. Da möchten wir uns einsetzen dafür. Okay. Gibt es das Mikrofon vielleicht mal an Herrn Schleiß weiter? In die Höhe bauen, hat Herr Kleb gesagt. Wie tönt das in Ihren Ohren? Also grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn in die Höhe gebaut wird. Ich denke, das Argument ist nachvollziehbar. Der Grund oder der Boden ist nicht vermehrbar und der Kanton Zug ist und bleibt attraktiv. Der Zustrom an neuen Zuzügen wird anhalten. Ich warne ein wenig davor, jetzt auf die kurze Frist zu prognostizieren. Also der Richtplan, der gültige, der wurde 2004 verabschiedet und der hat einen Horizont bis 2020. Und bis dann ist eigentlich noch Reserve eingezont für rund 125.000 Einwohner. Also wenn wir jetzt hier die großen Würfe planen wollen, dann sprechen wir von der Zeit nach 2020. Also es ist nicht so, dass man einfach in die Höhe bauen muss und dann ist das Problem gelöst.
Vielleicht hat der Pfister auch noch gleich was zu diesem Punkt zu sagen. Ich beziehe mich auch auf den Richtplan, der von gut 120.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Kanton Zug ausgeht, scheint mir eine vernünftige Größe. Wenn man das mit der aktuellen Zahl vergleicht, ist offenbar die Regierung der Meinung, dieses Potenzial sei aufzufangen. Ich möchte drei Sachen dazu sagen. Erstens natürlich vermehrte Einzonen, zweitens verdichtetes Bauen, drittens in die Höhe bauen. Das sind alles Sachen, die man aus meiner Sicht machen kann und machen muss. Man sollte das aber vor allem der Wirtschaft überlassen, nicht staatlicherseits da Programme bauen, weil der Staat wird es nie so hinkriegen wie die Wirtschaft. Der letzte Punkt, Herr Kleb hat vorhin gesagt, es komme für ihn nicht in Frage, dass man da in das, was die Regierung da mal vorgeschlagen hat, man könne auch im Aargau wohnen und in Zug arbeiten. Und da bin ich jetzt persönlich offener. Also ich finde, es gibt nicht ein Recht darauf, wenn man in Zug arbeitet, dass man auch in Zug wohnen muss. Das tun bereits heute schon sehr viele Leute nicht. Wir haben mehr Zugpendler als Wegpendler. Und ich würde halt eben bei der ganzen Diskussion immer einmal etwas wegkommen von einem gewissen Provinzialismus. Dieser Provinzialismus, den hat schon die SP-Stadträtin Ursula Koch vor 10 Jahren einmal gesagt, indem sie gesagt hat, Zürich ist gebaut. Und das hat, Sie können nicht von der politischen Seite her sagen, so, ich bin jetzt da mit meinen Leuten, mit meiner Wohnung irgendwo am Berg oben und jetzt soll gefälligst niemand mehr kommen und mir die Aussicht da vermiesen oder mir noch die Verkehrsinfrastruktur zubetonieren. Also da finde ich eigentlich, da sollten wir irgendwann auch etwas nachvollziehen mit dieser Internationalität, auf die wir immer wahnsinnig stolz sind. International gesehen sind die Probleme, die wir da in Zug schieben bezüglich Wohnungsraum, relativ leicht zu bewältigen. Okay, jetzt könnte man, ich möchte die Frage vielleicht an Herrn Bertschi richten, ja, aber auch sagen, gut, wir haben die Wirtschaft so groß, wie sie heute ist und wir machen jetzt einfach keine aktive Wirtschaftsförderung mehr, wie wir sie ja von Staates wegen machen. Das wäre ja auch eine Haltung und dann könnten wir uns quasi beschränken auf das, was wir haben und innerhalb dieses Potenzial sein gesundes Wachstum anstreben. Ja gut, da bin zumindest ich von der SP nicht unbedingt der Meinung, dass wir jetzt hier den Stillstand prognostizieren sollten, weil das bedeutet, denke ich, mittelfristig ja dann tatsächlich Rückschritt. Aber das Wachstum, das sollte meines Erachtens eben maßvoll sein. Der Richtplan für die Stadt Zug jetzt beispielsweise, der setzt ja die Limiten, die sind aber eben auch, denke ich, relativ schnell ausgekostet. Es stellt sich dann die Frage, inwieweit das Boot voll ist. Interessanterweise, und das vielleicht eine kurze Antwort auf meinen Vorredner, ist es ja nicht unbedingt die SP, die im Kanton Zug eben solche Verdichtungsprozesse und Hochhausbauten verhindert. Es ist vielmehr die bürgerliche Klientel, die sich in ihren Aussichten beeinträchtigt fühlt, die dann eben, ich habe es schon in meinem Votum erzählt, mittels IGs solche Geschichten eben abwirkt. Und von dem her denke ich, ich habe es auch gesagt, sollten wir langsam aufhören mit diesen Schuldzuweisungen oder so, sondern vielmehr gemeinsam nach vernünftigen Lösungen für unsere Stadt, für unseren Kanton sorgen. Dass das Wachstum hier unbegrenzt ist, das glaube ich nicht. Das zeigen allein die Kantonsgrenzen auf, dass gemessen an der Arbeitsplatzzahl schlussendlich nicht alle in Zug arbeiten, auch in Zug wohnen können. Das scheint mir bereits heute schon klar zu sein. Aber ein Anliegen von uns ist ganz klar, dass man eben schaut, dass diejenigen Leute, die hier eben groß geworden sind und auch die Kinder beispielsweise von uns, hier eben in ihrer Umgebung nachhaltige Chancen haben, ihr Leben eben auch hier zubringen zu können. Der Zug, Herr Kleb hat schon gesagt, ist wirklich verdammt schön. Das stimmt, ja. Herr Leutenecker vielleicht, wir reden jetzt eigentlich immer so vom Wohnungsbau. Braucht die Wirtschaft mehr Fläche? Lange gab es ja ganz viele Leerstände, auch hier in der Nähe. Ja, also für mich kommt hier eigentlich wieder einmal der Unterschied zum Ausdruck. Die Politik hat ihre
Grenzen, und das meine ich das ganz wirklich räumlich, die Politik hat ihre Einflussgrenzen, also niemand der Zuger Politiker ist gehalten, sich im Kanton Aargau allzu stark zu betätigen. Die Wirtschaft kennt diese Grenzen überhaupt nicht. Richtigerweise kennt sie diese Grenzen nicht, und deshalb bin ich überhaupt nicht der Meinung, dass unsere Region voll wäre. Es ist, ich denke, an die Region Zug. Unser öffentlicher Verkehr ist längstens über die Kantonsgrenzen hinausgewachsen, funktioniert einwandfrei, und Zug ist das Zentrum dieses öffentlichen Verkehrs. Das darf man auch sehen. Und von meiner beruflichen Seite her könnte ich Ihnen das nur bestätigen. Also unsere Region kann weiter wachsen. Wenn die Wirtschaft weiter wachsen soll, muss diese Region weiter wachsen. Und wir haben einen wesentlichen Teil der Wirtschaft hier nicht in unserer Wirtschaftskammer, und das ist die Bauwirtschaft. Und die Bauwirtschaft hat hier auch Möglichkeiten. Ich bin mit Herrn Pfister da ganz einig, das müssen wir nicht allzu stark regulieren. Also Einzonungspotenzial gibt es auch noch rundherum. Und das gibt auch ein Nivellement mit diesen Kosten, mit Steuern und so weiter. Ich meine, man kann auch neben unseren Kantonsgrenzen etwas mehr Steuern zahlen, dafür günstiger wohnen. Und man muss vielleicht sagen, also zu Hause geboren, dort zu leben, das darf auch 10 Kilometer weiter weg sein. So extrem eng sollten wir das nicht sehen. Ja, vielleicht jetzt an Herrn Fürlimann noch die Frage. Sie haben ja bereits eigentlich den staatlichen Wohnungsbau als eine Forderung aufgestellt vorhin. Ist das wirklich noch zeitgemäß heute? Sagen Sie es nochmal, möchte ich es hören von Ihnen. Ja, ich denke, es ist zeitgemäß, wenn wir Akzente setzen, um Anreize zu schaffen, um solche Wohnungen bauen zu können. Es muss aus meiner Sicht nicht unbedingt sein, dass der Kanton als Bauherr auftritt und jetzt x Wohnungen bauen soll. Aber er soll dafür sorgen, dass, wenn die Wirtschaft nach Wachstum ruft, wenn sie nach Arbeiten ruft, dass sie auch im Kanton Zug eine Möglichkeit haben, hier zu leben und zu arbeiten. Okay. Gibt es zum Themenkreis, zu diesem Themenkreis noch ein Statement, das jemand gerne loswerden möchte? Würde ich vielleicht zum nächsten Punkt schreiten. Die Umfrage hat es gezeigt. Die Wirtschaft sucht qualifizierte Arbeitskräfte, offensichtlich zum Teil verzweifelt. Vielleicht auch mal, Herr Leutnecker, ganz am Anfang, wie schlimm ist die Lage, zum Beispiel in Ihrem Betrieb? Ja, wissen Sie, wir sind ja ein kleiner Betrieb, aber sogar in unserem Betrieb sind ja nicht die Leute gefragt, die man in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig modisch gefördert hätte in der Ausbildung. Also wenn Sie bei uns einen Netzelektriker brauchen, dann ist das ein Posten für einen robusten Menschen, der muss aber den Kopf beisammen haben, sonst lebt er doch weniger lang als andere. Eigentlich suchen wir selbst Netzelektriker, wir sind aber der einzige Betrieb, der solche ausbildet, hier weiterum. Also ich sehe hier natürlich auch eine Herausforderung, dass die Anforderungen der Wirtschaft sich relativ rasch ändern. Informatiker, fast keine mehr, fast zu wenig, dann plötzlich haben sie Stellen gesucht, jetzt wieder zu wenig. Das geht hektisch. Ich glaube, das ist heute Ausdruck unserer Zeit. Und ich muss eigentlich die Anforderung vor allem an uns alle stellen, erhöhen wir unsere Flexibilität. Sind wir flexibel in der Arbeitsfähigkeit und nicht irgendwie nur in sturen Ausbildungsprogrammen verknüpft und nichts anderes kommt in Frage. Und da sehe ich auch Schwierigkeiten mit der Förderung im Rahmen der Arbeitslosenbekämpfung und so weiter. Das ist eine schwierige Aufgabe für unser Staatswesen, dort Ausbildung anzubieten, die dann nicht wieder allzu fest in eine Richtung geht und anderes ist nicht zumutbar. Ich glaube, unser Land ist, unsere Bevölkerung, wir alle sind im Vergleich zum Ausland noch zu wenig flexibel, Arbeiten zu tun, die man nicht schon immer gemacht hat. Persönlich muss ich sagen, das Schönste ist, etwas zu tun, das man noch nie gemacht hat. Das tönt fast so wie ein Misstrauensantrag an unser Bildungssystem, Herr Pfister, da wären Sie eigentlich gefragt. Ist auch der Punkt, wo ich am meisten gestaunt habe bei der Umfrage, also dass das von den Zuger-Unternehmen, also 4,5 ist in der Schule eine rechte Note, aber es ist noch die tiefste Note. Das hat mich etwas erstaunt, da müsste man vielleicht einmal fragen, was haben die Unternehmer wirklich kritisiert? Ist es das mangelnde Schulangebot im Kanton für ihre Familien? Da würde ich sagen, da müssen sie in jedem anderen Kanton schlechtere Bedingungen antreffen als bei uns. Das kann es nicht sein.
die Problematik der qualifizierten Arbeitskräfte ist ein Problem. Oder? Wir lösen es im Moment natürlich über die Freizügigkeit. Wir holen sie aus dem Ausland. Das ist okay, solange die Wirtschaft brummt und solange der Laden läuft, ist das okay. Was machen wir mit diesen Leuten, wenn mal die Konjunktur etwas abschwächt? Dann sind sie hier. Und wir haben wieder Migrationsprobleme, die wir eigentlich in den 90er Jahren hatten. Das ist für mich das große Problem. Wie geht man es an? Man hört immer wieder eine Klage, dass die Schulabsolventen nicht praxistauglich seien. Da müsste man aus meiner Sicht eben ansetzen, deshalb ein kleiner Tipp an die SVP. Oder? Also, wenn man sich jetzt an Harmos abarbeitet, dann ist das wirklich ein Nebenschauplatz der ganzen Diskussion. Wichtig wäre, dass wir die Schulen dahin bringen, dass sie vermehrt stärker auf die Bedürfnisse der Wirtschaft hingehen. Die Schulen gehen im Moment in eine andere Richtung, auch die Eltern. Wir gehen in deutsche Richtungen. Das heißt, nur wer ein Abitur hat, hat irgendwelche Chancen nachher in der Welt. Dabei ist es eine Qualität gewesen der Schweiz, dass sie das Berufsbildungssystem derart gut aufgebaut hat. Und da scheint es mir, da machen wir im Moment mit der Anpassung an Master und Bachelor und all diese Sachen, machen wir Dinge, die an der Wirtschaft etwas vorbeigehen. Dann noch die letzte Satz. Ingenieure braucht das Land, hört man überall. Wie bringen wir es hin, dass Jugendliche den Beruf des Anwalts und den Beruf des Ingenieurs als gleich attraktiv empfinden? Da muss man ansetzen. Und da, muss ich Ihnen ehrlich sagen, weiß ich die Antwort auch noch nicht. Okay. Sie haben den Ball eigentlich schon Herrn Schleiß zugespielt. Die Migrationsthematik ist angesprochen. Da müssen Sie ja eigentlich eine ambivalente Haltung haben, Herr Schleiß. Also so wie ich Herr Pfister verstanden habe, hat er uns im Prinzip vorgeworfen, würden uns nicht bedingungslos für den dualen Bildungsweg die duale Berufsbildung einsetzen. Das stimmt natürlich nicht. Also da haben wir waren die allerletzten, die in der Schule irgendwelche Experimente gefordert haben und irgendwelche Angleichungen an andere Schulsysteme verlangt haben. Betreffend der Migration, da gibt es einfach zu bedenken, dass natürlich beziehungsweise da kann ich mich der Auffassung von Gerhard Pfister anschließen. Das ist natürlich schön und gut, solange die Wirtschaft brummt und die Leute tatsächlich beschäftigt sind. Ich bestreite keine Sekunde, dass das auch zur Ausnutzung des Potenzials beim letzten Wirtschaftsaufschwung genützt hat. Aber die Frage bleibt, was passiert, wenn diese Leute keine Arbeit mehr haben? Ja, wie beantworten Sie sie? Ja, ich beantworte sie dahingehend, dass wir an und für sich zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir keine globalisierungstauglichen Sozialsysteme haben. Wir sind im Vergleich zum Ausland zu attraktiv. Das ist sicher ein Punkt, wo wir langfristig ansetzen müssen. Wenn man sich vor Augen hält, dass vor dem Ersten Weltkrieg die Globalisierung eigentlich schon total war, da konnte jeder überall arbeiten, wo er wollte, einfach weil es keine Soziallasten gab. Wahrscheinlich wird das der Preis der Internationalisierung und der Globalisierung sein auf die kurze Frist. Da müssen wir uns darauf verlassen, dass wir die entsprechenden Kontingentierungen ausgehandelt haben und die Übergangsfristen bei den Personenfreizügigkeit. Okay, vielleicht wieder mal das Wort an Herrn Lehmacher. Wie leben Sie mit dieser Vorstellung, dass Zug immer internationaler wird? Ja, damit habe ich kein Problem, aber kurz zum Bildungssystem. Ich bin sehr einverstanden damit, dass es viel zu wenig flexibel ist. Und wir produzieren am Laufmeter neue Abschlüsse, neue Berufsgattungen, wo an und für sich doch die eine und die andere sehr, sehr fest gleicht. Wenn wir da nicht unterschiedliche Namen verteilen würden, dann könnten die Leute schon viel effizienter eingesetzt werden. Ja. Sie sagen, Sie haben kein Problem mit der Internationalisierung. Wie stellen Sie sich dazu, dass zum Beispiel in Zug die Privatschulen boomen? Die International School und die Riverside School beispielsweise haben bereits die Größe einer mittleren Zuger Gemeinde erreicht, eines Schulhauses einer mittleren Gemeinde. Ist das für Sie eine gefährliche Tendenz? Nein, warum sollte es? Ich sehe darin überhaupt kein Problem. Ich mag es Ihnen gönnen, wenn Sie sehr erfolgreich sind. Und wenn die Leute lieber Privatschulen haben, sollten sich vielleicht die staatlichen Schulen auch überlegen, wo das Problem ist, wobei jetzt hier natürlich auch viele Fremdsprachige sind. Mhm. Vielleicht Herr Hüllemann, gleichen Fragen nach. Also ich finde es halt doch etwas komisch, dass immer mehr Leute an Privatschulen gehen. Das ist doch
tatsächlich ein Zeichen dafür, dass unser Bildungssystem vielleicht seine Mängel hat. Das würde ich nicht unbedingt so sehen. Sie sind ja noch Student. Das ist so. Und es freut mich auch, wenn diese privaten Schulen boomen. Also da habe ich nicht wirklich ein Problem. Ich habe auf der anderen Seite aber doch etwas mehr Bedenken als Herr Limacher, weil durch die Abschottung oder das Abkapseln der fremdsprachigen Schüler wird natürlich auch die Integration in unseren Lebensraum erschwert. Wenn also die untereinander auch immer nur Englisch sprechen und dann auch irgendwelche Freizeitaktivitäten nur in Englisch führen, dann haben wir plötzlich wieder ein Sprachproblem, was alle anderen auch betrifft. Also da denke ich, von Integrationsseite her ist eher etwas mehr Skepsis angebracht. Dann möchte ich aber noch kurz was eben zu Bachelor und Master, was vorher angesprochen wurde. Natürlich, das braucht momentan sehr viel Ressourcen, dass man das angleicht, aber es ist für die Wirtschaft natürlich auch von Vorteil, wenn wir eben wissen, im ganzen europäischen Raum haben wir Bachelor und Masters, die etwa das Ähnliche können. Also der Transfer der Ausgebildeten, sei es nach Deutschland, nach London, wo auch immer, der erhöht sich natürlich und sollte für die Wirtschaft dann auch einfacher sein, diese hier, ja, multinational einsetzen zu können. Danke. Herr Kleber und Herr Berti haben sich noch nicht geäußert zu dieser Thematik. Also mal grundsätzlich ist ja die Schule von Herrn Pfister der Beweis, dass man über Jahrzehnte sehr erfolgreich eine Privatschule betreiben kann. Und ich kenne nicht die Details, aber nein, es ist sonst streiten sich nicht lohnen hier. Eine Schule, die man kennt, und ich glaube, auch die internationalen Schulen, die es heute gibt, da ist ein Bedürfnis und die machen das sehr erfolgreich. Und wenn sie Zulauf haben, soll man sie nicht bestrafen, sondern dann ist das der Beweis ihres Erfolgs. Wir brauchen Spezialisten in allen Disziplinen. Ich sehe heute ein Problem, dass die Eltern oft die Erwartung haben, aus meinem Kind muss ein Akademiker werden, um jeden Preis. Und man sucht jeden Pfad, dass das auch möglich wird. Und da vernachlässigt man einfach Berufe, auch Berufsgattungen, die durchaus sehr interessante Perspektiven auch bieten, aber die dann irgendwo die Hand brauchen, um auch etwas zu machen, nicht nur den Kopf. Ich hätte da einfach auch ein Votum an die Eltern. Nicht jedes Kind wird glücklich, wenn es ein Akademiker ist. Und für Lücken, die wir haben, da stelle ich mich offen. Wir können Kräfte international rekrutieren nach Zug. Oft ist es ja so, dass Firmen, die hier zuwandern, auch ihre Kräfte mitbringen schon. Und die Kräfte, da muss man sich auch nicht täuschen, die haben ja auch zum Teil nur einen temporären Aufenthalt. Die gehen mal irgendwann wieder weiter, speziell wenn sie internationale Karriere machen wollen. Man kann nicht argumentieren, dass wir dann alle Sozialfälle da international in Zug angesammelt haben. Ich glaube, wir sind in einem internationalen Markt, wo sich eben auch das Wissen bewegen kann. Dann noch eine weitere Meinung von mir: Wirtschaft wird gemacht, also die Wirtschaft wird nicht einfach schlecht, also sie wird gut. Klar, wir haben internationale Einflüsse, wir haben jetzt gerade wieder eine internationale Herausforderung. Aber das Beispiel Zug zeigt ja auf, wie man erfolgreich Wirtschaft machen kann. Und im schweizerischen Vergleich macht Zug über Jahrzehnte eine sehr erfolgreiche Wirtschaftspolitik und hat darum auch einen außerordentlichen Wirtschaftszustand in Zug. Herr Berti, vielleicht noch die Schweiz, also Zug jetzt auch speziell, profitiert ja eigentlich von dem Riesenreservoir EU derzeit. Wir können einfach Leute abziehen, weil wir attraktiv sind. Doch es gibt bereits den Ruf der Wirtschaft nach Fachkräften außerhalb der EU. Was haben Sie hier für eine Haltung? Ja gut, da muss ich offen gestehen, da bin ich jetzt in dieser Thematik an sich zu wenig heimisch. Ich sehe, dass insbesondere auch im Gesundheitswesen sehr stark Zuwanderungen gerade aus Deutschland in die Schweiz stattfinden. Offenbar ist der schweizerische Markt tatsächlich nicht in der Lage, hier die nötigen Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Oder man verlässt sich darauf, eher eine eigene Praxis beispielsweise als Arzt zu eröffnen, anstatt sich beispielsweise in einem Spital durchzuquälen. Das ist die andere Ansicht. Dann möchte ich noch was sagen zu der Frage Bachelor, Master und so weiter. Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass man diese Thematik hier aufbringt. War es letztlich nicht gerade die Wirtschaft, die eben diese Durchlässigkeit gefordert hat, damit eben auch
beispielsweise unsere Kinder eben im angrenzenden Raum kompetitiv ist und ihren Job eben gerade auch im Ausland anbieten können. Insofern wundert mich das jetzt, dass man an diesem System, bevor es sich an sich solide etablieren hat, können bereits wieder kritisch sich damit auseinandersetzen. Ich denke, hier sollte man mal die Zeit wirken lassen. Zum anderen noch die öffentlichen Schulen, für diese möchte ich sehr gerne eine Lanze brechen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass unsere öffentlichen Schulen eine sehr hohe Qualität bieten. Und ich verstehe Schule natürlich auch, und das ist ein völlig anderer Aspekt auch, ich sehe Schule auch als Entwicklungsraum eben für unsere Kinder, als Lebensschule und nicht nur eben, was ich jetzt hier so aus den Zwischentönen heraushöre, so dass die direkte Zielverfolgung Richtung Wirtschaft. Ich denke, diese Entwicklungen, die sollten sich später einstellen und ich denke, die Zeit, die reicht, damit auch die Schweiz nach wie vor in ihrem Schulsystem entsprechende Arbeitskräfte fördern kann. Und dann ein weiteres Thema noch, was überhaupt noch nicht angesprochen worden war, schulergänzend dazu. Ich denke, das ist die Betreuungsfrage, die wurde nicht erörtert. Da denke ich auch, da liegen gerade. Also vorweg, es hat sich ja niemand als wirtschaftsfeindlich zu erkennen gegeben. Das war so mein Eindruck jetzt mit diesen Referaten. Zumindest in diesem Raum wollte das doch niemand tun. Und das nehmen wir einmal zur Kenntnis, aber wir müssen das dann auch irgendwann bilanzieren natürlich. Und damit kann ich natürlich schon eine Aussage machen. Also wir von der Wirtschaftsseite her sind natürlich der Auffassung, wir müssen wachsen können, wir müssen eine internationale Ausrichtung haben können. Das erfordern die Märkte, in denen unsere Wirtschaft tätig sind, das erfordern die Anforderungen an die Wirtschaft. Und deshalb können wir nicht unbedingt als sehr wirtschaftsfreundlich bezeichnen, der da jetzt ganz andere Meinungen hat. Aber sie sind ja nicht so zum Ausdruck gekommen. Also ist das alles ein bisschen relativ, nicht? Also so würde ich das heute sehen. Aber wir müssen uns entwickeln können. Und ich sage noch einmal, ich wiederhole mich da, sehen wir es nicht zu eng. Zug ist ein Mittelpunkt einer kleinen Region, aber eine Region mit einer sehr interessant ausgewogenen Wirtschaft. Industrie, Handel, Dienstleistungen, auch Landwirtschaft haben wir immer noch, Bauwirtschaft haben wir. Wir haben eine sehr gute, ausgewogene Wirtschaft in Zug und die ist stark und da kann Zug der Mittelpunkt sein und die Kantonsgrenzen können nicht allzu limitierend sein. Okay, Herr Kleeb, man kann ja auch fragen, was kann die Wirtschaft für die Parteien tun, was sie zu wenig tut. Herr Pfister hat vorhin hat das Wort Verachtung genannt. Stillschweigende Verachtung, die da zum Ausdruck kommt. Haben Sie Erwartungen an die Wirtschaft? Wo sehen Sie sich alleingelassen? Die Wirtschaft soll das tun, was ich tue. Wieder mitmachen. Okay. Ich merke einfach, man sucht nach Vertretern, die wirtschaftlichen Fragen verstehen, aber wenn man dann fragt, wer will da drin mitmachen, Hand hoch, dann bleibt es so, wie es jetzt ist, eine Hand aufgesetzt. Ich glaube, ich muss aufrufen zum Mitmachen. Wir haben ja die Chance, in einem kleinen Kanton zu sein. Der kleine Kanton hat nicht nur Nachteile, hat auch Vorteile. Und ich wünschte mir manchmal auch von meinen Kollegen, auch den anderen Parteien, dass wir mehr Diskussion führen, zu ermöglichen, als zu verhindern. Es gibt nie nur eine schwarze oder eine weiße Lösung. Aber ich würde mir wünschen für den Kanton Zug eine aktive Wirtschaft, die wieder an der Politik teilnimmt, die sich integriert, die sich einbringt und Parteien, die gemeinsam eine Lösung finden wollen, nicht ein Thema verhindern wollen. Mhm. Herr Bertschi, vielleicht dieselbe Frage. Ich meine, Ihre Klientel ist ja meistens entstammt nicht der Wirtschaft. Stört Sie das oder eben nicht?
Ja gut, unsere Klientel, die scheint ja so oder so immer geringer zu werden. Und so kann sich diese Frage mittelfristig selber lösen. Ich möchte aber das Wort von meinem Vorredner aufnehmen. Und das könnte dann vielleicht wiederum dazu beitragen, dass unsere Klientel eben letztlich doch nicht ausstirbt. Ich habe es gesagt, ich persönlich würde es wirklich begrüßen, hier den Dialog zu pflegen. Es ist auch wichtig, gerade eben auch bei unserer Klientel, und aber ich denke, die findet man heute eben auch in bürgerlichen Kreisen, die Ängste zu nehmen in Bezug auf diese einigermaßen rasende Entwicklung, die eben hier im Zug stattfindet. Und ich denke, wenn man die Zusammenhänge besser begreift und eben Chancen und Risiken abwägen kann, dann nimmt automatisch auch vielleicht der Widerstand gegenüber eben gesunden Entwicklungen ab. Ich habe vielleicht einfach im Zusammenhang mit dem Projekt vom Eisstadion musste ich bei uns in der Parteiversammlung ziemlich harsch einfahren. Und ich denke, ich habe das Beispiel gebracht, mit dem Geist, der heute mitunter im Zug herrscht, wäre dieses Hertie-Quartier gar nie gebaut worden. Also das muss man sich eben bewusst sein, dass man auch mal den Blick zurückwirft und sagt, ja, wollen wir jetzt wirklich hier verharren oder gehen wir einen eben ausgewogenen Schritt nach vorne? Und ich denke, diese Schritte, die müssen wir wagen. Und da erwarte ich eben vielleicht auch von der Wirtschaft die nötigen, ich sag mal, die nötige Aufklärungsarbeit, hier zusammen mit der Politik eben diese Frage besser zu kommunizieren. Mhm. Herr Schleiß vielleicht im Anschluss. Naja, Ihre Wähler finden sich unter anderem ja auch bei den kleinen und mittleren Betrieben. Viele Kleingewerbler wählen Sie, aber machen Sie auch mit? Ja, es ist so, dass nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Wähler mitmacht. Also wenn man jeweils in den Gemeinden die Anzahl Listenstimmen oder auch die überzeugten, die unveränderten Listenstimmen abgleicht mit den Beständen, die Parteimitglieder vorhanden sind, dann ist die Diskrepanz recht groß. Also es beginnt schon dort, wo eigentlich gar kein besonderer Effort vonnöten wäre, sondern wo man einfach ein normales, nicht überaus aktives Mitglied sein müsste. Das kann man jetzt beklagen, also es wird überall, in jedem Verein wird beklagt, dass die Leute sich zu passiv verhalten. Das hatten wir vor 10 Jahren schon beim Militär, jetzt haben wir es auch in den Parteien oder überall. Es ist einfach eine Erscheinung der Zeit und auf die kann man reagieren, indem man irgendwelche Appelle an die Leute richtet oder man muss andere Mittel und Methoden finden, um an die Leute heranzukommen und auf die Leute zuzugehen und sie zu motivieren. Und das wird nicht über irgendwelche Inserate oder Aufrufe passieren, sondern im persönlichen Kontakt. Und da glaube ich in der Tat, dass wir von der SVP vielleicht noch einen kleinen Vorteil haben und etwas näher an der Basis uns befinden als jetzt irgendwelchen in anderen Parteien. Jetzt habe ich ein wenig den Faden verloren. Was war die Ursprungsfrage? Ich kann frech fragen, sind Sie überhaupt die richtige Partei für die Wirtschaft? Das denke ich schon. Okay, und dann würde ich die gleiche Frage nämlich auch nochmal gerne an Herrn Hüllimann stellen. Sie haben zuvor betont, dass Sie eigentlich wirtschaftsfreundlich dann doch wären im Kern. Ich nehme Ihnen das nicht so ganz ab. Nun ja, man muss sich natürlich auch immer fragen, was ist dann die Wirtschaft? Also entwickelt sich die Wirtschaft nur gut, wenn wir Ende Jahr ein höheres BIP-Wachstum haben als im vorigen Jahr? Oder müssen wir nicht auch noch andere Messkriterien anführen? Melchior Limacher hat das selber gesagt in seiner Präsentation, der Wohlstand pro Kopf müsste eigentlich gemessen werden und nicht, ob wir jetzt wirklich das BIP pro Kopf wieder gesteigert haben. Und wie ich schon in meiner Präsentation auch gesagt habe, natürlich gibt es aus unserer Partei eigentlich immer wieder kritische Stimmen, auch für die Entwicklung der Wirtschaft, aber ich denke, das sollte auch immer wirklich wieder eine Möglichkeit sein, um auch hier auf die Schwachpunkte, die ebenso ein starkes Wirtschaftswachstum haben, wieder aufmerksam zu machen und auch diese für Bevölkerungsteile zu lindern.
Vielleicht gleich auch noch an Herrn Limacher die Frage. Wie wirtschaftsfreundlich sind Sie tatsächlich, auch wenn Sie das liberal im Namen tragen? Es kommt darauf an, welchen Teil der Wirtschaft Sie meinen. Ich habe es in der Präsentation angetönt. Wenn es nur darum geht, einfach das Gesamtvolumen der Wirtschaft zu erhöhen, dann bin ich nicht wirtschaftsfreundlich. Meine Partei vielleicht, ich weiß es nicht. Aber für mich ist die Wirtschaft da, um Lebensqualität zu schaffen für die Menschen, die hier wohnen. Da bin ich mit der Pfistung nicht ganz einverstanden. Ich finde es völlig legitim, wenn ich mein Haus hier am Berg aufstelle und nachher nicht will, dass noch einer kommt und noch einer. Nein, dann haben wir nachher alle nichts mehr davon. Die Frage war, ob die Zuger Partei und die Zuger Wirtschaft eine starke Formel sind. Ja, ganz bestimmt. Eigentlich diesbezüglich bräuchte es uns gar nicht mehr. Es ist eine sehr starke Formel, das sieht man einfach eindeutig. Aber bitte fangen Sie es nicht an zu jammern über Probleme, welche eigentlich wirklich nur Wohlstandsprobleme sind. Also Sie können sich glücklich schätzen mit den Problemen, die wir hier im Zug haben. Ja, Herr Pfister, von Ihnen wird noch ein Votum in dieser Frage. Sind das Wohlstandsprobleme, die wir erörtern? Also wir müssen schon sagen, wir jammern manchmal auf hohem Niveau. Das ist das Erste. Auf der anderen Seite halte ich es auch nicht für richtig, dass wir uns Politik und Wirtschaft immer gegenseitig bestätigen, wie gut wir denn eigentlich immer noch sind. Weil das verdrängt etwas, das verschiebt etwas den Blick auf die Sachen, die man dann trotzdem zu lösen hat. Und es verschiebt vor allem den Blick auf das, was eigentlich die Ursachen sind, warum wir so erfolgreich sind und dass man dann etwas nachlässt in der Anstrengung, dass man diesen Erfolg beibehält. Wie wirtschaftsfreundlich, ich weiß nicht, ob Ihre Ausgangsfrage die Wirtschaftsfreundlichkeit der eigenen Partei war. Da kann ich beantworten, also eine meiner Leistungen, auf die ich vielleicht unberechtigterweise stolz bin, ist, dass ich zwei Journalisten von der Zürcher Zeitung und dem Tagesanzeiger dazu gebracht habe, in den Zeitungen zu schreiben, die CVP Kanton Zug sei hier in Zug die Wirtschaftspartei. Beide haben, nachdem sie das geschrieben haben und ohne Bedingungen, eine Kiste Wein von mir bekommen. Aber das ist so ein Fähnlein, das ich der Partei natürlich dann gerne umgehängt habe und jetzt 9 Jahre lang verkauft habe. Einfach weil ich doch glaube, das ist mindestens das Kennzeichen der bürgerlichen Parteien im Kanton Zug, dass sie eine sehr große Nähe und Affinität haben zu den Leuten, zu den Problemen der Wirtschaft. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir in den politischen Gremien immer noch sehr viele Leute aus Wirtschaft und Gewerbe hatten. Und da bin ich einfach schon froh, wenn man diese Tendenz, die man manchmal spürt, das habe ich mit der stillen Verachtung der Wirtschaftsleute für die Politiker genannt. Oder? Man hört in Bern immer auch, wenn jemand 3-4 Leute unter sich hat, dann sagt man schon, er sei ein Unternehmer. Und das ist er natürlich auch. Aber aus dem Unternehmertum hat er schon den Anspruch, dass er dann auch bessere Politik mache. Das halte ich für falsch. Und es gibt dann manchmal immer so eine Verachtung der Unternehmer oder der Wirtschaftsleute für das aufwendige Dasitzen der Politiker und das Probleme verschieben statt lösen und das Verhandeln und so weiter, das ist mühsam. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen der Wirtschaft und der Politik besteht eben darin, in der Wirtschaft hat derjenige Recht, der die Verantwortung trägt. Der das Unternehmen hat, der sagt, in die Richtung gehen wir. Der steht dann aber auch gerade, wenn es in die falsche Richtung geht. In der Politik haben alle immer grundsätzlich einmal Recht. Und deshalb ist in der Politik immer so ein Verhandeln nötig. Und ein gegenseitig besseres Verständnis für die zwei völlig verschiedenen Aufgaben, die man als Wirtschaftsmann hat und als Politiker, das wünschte ich mir manchmal von der Wirtschaft. Das fehlt mir manchmal bei den Wirtschaftsleuten, wenn sie so eben auf uns herablächeln, dass wir uns da mit wenig Sitzungsgeld zur Verfügung stellen, da Kommissionssitzungen abzuhalten, während die Rechtsanwälte dann einfach da sitzen und den Zeiger laufen lassen können und sehr viel mehr absagen. Das halte ich manchmal für zukunftspolitisch nicht besonders gut, weil es war bis jetzt eigentlich eine Stärke zu uns. Okay. Herr Leutnecker, vielleicht an Sie eine abschließende Frage. Sie kennen ja beide.